Wie man sich ein Erdungspflaster kostenlos selber machen kann, also nur aus Haushaltsgegenständen, das möchte ich dir heute mal zeigen. Hallo, ich bin's Vladi vom Earthing Zentrum. Erdungspflaster sind besonders effektiv darin, entzündete Stellen, wie zum Beispiel entzündete Gelenke und auch Schwellungen und Prellungen und generell Rötungen schneller zu beseitigen und auch Wunden schneller heilen zu lassen, die auch tiefer gehen, also auch Schnittwunden und dort, wo Blut austritt. Und auch generell bei schmerzhaften Stellen, weil das Erdungspflaster besonders nah an diese Stelle aufgetragen werden kann und je näher die Erdung an der betroffenen Stelle anliegt, desto schneller treten die Heileffekte vom Earthing ein. Und Erdungspflaster sind natürlich auch noch geeignet, um andere Effekte vom Earthing, diese Erdung zu spüren, auch wenn man keine verletzten oder verwundeten Stellen hat. Und da möchte ich gleich zur Anleitung kommen. Für das Erdungspflaster benötigt man nur 3 Komponenten. Erstens 2 Meter Alufolie. Zweitens Klebeband, und man muss nicht unbedingt ein graues Klebeband verwenden, man kann auch durchsichtige und auch welche mit anderen Farben verwenden. Und man kann auch dünnere, also schmalere Klebestreifen verwenden, wie zum Beispiel das ganz normale Klebeband. Aber von dem braucht man dann einfach mehrere Streifen, damit es genauso breit ist wie die breiten Klebebänder. Und drittens benötigt man noch eine Schere, um das Klebeband zurechtzuschneiden. Und dann will ich gleich zur Anleitung kommen. Beim ersten Schritt reißt du, wie schon erwähnt, 2 Meter von deiner Alufolie ab. Danach faltest du die Alufolie einmal in der Mitte und dieses Stück, welches dadurch entsteht, dieses faltest du nochmal in der Mitte und das Stück, was dadurch entsteht, faltest du nochmal in der Mitte. Also insgesamt 3-mal jeweils in der Mitte falten und dadurch entsteht aus der dünnen Aluminiumfolie ein schmaleres und stabileres Aluminiumband. Nun kommen wir zum Anschluss des Erdungspflasters bzw. des Erdungsgeräts, also des Erdungsbandes. Für den Anschluss deines Erdungsgerätes nimmst du ein Ende vom zusammengefalteten Aluminiumband und faltest es noch einmal in der Mitte, also so, und dann noch einmal in der Mitte, sodass eine dickere Spitze entsteht, und das ist unser Anschluss für das Erdungsgerät. Um das Erdungsgerät anzuschließen, nimmt man diese zusammengefaltete Spitze und steckt diese einfach in den Schutzkontakt der Steckdose. Also einfach reindrücken. Und das hält auch. Und der Schutzkontakt der Steckdose oder Erdungskontakt ist elektrisch mit der Erde verbunden. Und damit erhalten wir den gleichen Effekt, wie wenn wir barfuß draußen unterwegs wären. Nun nimmst du das andere Ende deines Erdungsgerätes bzw. deines Erdungsbandes und danach schneidest du ein Stückchen Klebeband ab und dieses Stück sollte ungefähr doppelt so lang sein, wie das Erdungsband breit ist. Und dieses Stück Klebeband klebst du dann mittig auf das Ende des Erdungsbandes und zwar so, dass an beiden Seiten gleich viel Klebeband übersteht. Und keine Sorge, man kann sich das Klebeband ganz einfach auf die Haut kleben und beim Abziehen tut es nicht wirklich weh. Also auch an Stellen, wo es haarig war, zum Beispiel an meinem Arm, hat es nicht wehgetan, wenn man es einfach sozusagen schnell genug abzieht. Und man kann es auch mehrmals abziehen, so 2 bis 3 Mal. Und danach sollte man den Klebestreifen ersetzen. Man kann ihn einfach vom Aluminiumband abziehen. Also das sollte man langsam machen, damit es nicht reißt. Und selbst wenn es reißt, kann man einfach dieses Stückchen, wo das Klebeband klebt, einfach abschneiden. Und das Klebeband an dem neuen Ende, welches dadurch entsteht, befestigen. Also so wie davor. Und damit kann man das Erdungspflaster mehrmals anwenden. Und man sollte, wie schon erwähnt, wenn man eine verwundete oder entzündete oder generell irgendwelche, wenn man eine Problemstelle hat, die auch Schmerz, also auch Rückenschmerzen, sollte man das Erdungspflaster so nah wie möglich an diese schmerzende oder verletzte Stelle oder entzündete Stelle anbringen. Man kann das Erdungspflaster auch für die anderen Earthing-Effekte einsetzen, also man muss nicht unbedingt eine verwundete oder entzündete Stelle haben oder sonst irgendwelche Probleme. Man kann auch generell einfach die Effekte von Earthing durch das Erdungspflaster spüren. Am besten sollte man das Erdungspflaster mindestens 20 bis 30 Minuten lang auf der betroffenen Stelle haben oder generell sich erden. Und je länger man sich erdet, desto stärker sind auch die Effekte. Das heißt, am besten schläft man einfach mal mit dem Erdungspflaster oder liest ein Buch oder ist am PC. Also je länger man es trägt, desto stärker sind auch die Effekte. Und ich empfehle es einfach auch länger über den Tag hinweg zu tragen, weil dann sind die Ergebnisse am besten und dann spürt man auch die Effekte vom Earthing am allermeisten. Also und auch nicht nur die Wundheilungs- und entzündungshemmenden Effekte. Und wenn du generell mehr wissen willst über die gesundheitlichen Vorteile von Earthing, also auch anhand von Studienergebnissen illustriert, dann schau einfach auf meinen Kanal vorbei
Und generell alles Wissenswerte über Earthing ist auch bei mir vorhanden, auch wie schnell es wirkt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Like da und abonniere meinen Kanal, wenn du über Earthing auf dem Laufenden bleiben möchtest. Und damit wünsche ich dir noch einen schönen Tag.